heute gibt es ein Unboxing von der Vegan Beauty Basket, die ganz, ganz weit weg von mir steht. Meine Lippen sind ziemlich dunkel, ne? Vielleicht sollte ich die ein bisschen aufhellen. Und jetzt ist die Farbe ganz ab. Ups. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Unboxing der Vegan Beauty Basket. Wenn euch das interessiert, dann bleibt auch einfach dran. Ich habe die Vegan Beauty Basket bekommen für den Monat Juli. Die Vegan Beauty Basket, die Vegan Beauty Basket, die Basket, der Basket, der Vegan Beauty Basket, das Vegan Beauty Basket, egal. Ich habe für diesen Monat Juli die Vegan Beauty Basket bekommen, die Vegan Beauty Basket Box bekommen. Genau. Ich habe die Vegan Beauty Basket Box bekommen und ja, die kommt alle 2 Monate. Das ist jetzt die Box für den Monat Juli. Und die Vegan Beauty Basket ist einfach vollgepackt mit Produkten, die wirklich nur vegan ist, wie der Name schon sagt. Den Preis für diese einzelne Box, die, den blende ich euch hier oben ein. Und ich habe die noch nicht geöffnet. Ach ja, übrigens, das vergesse ich immer zu sagen. Bei dieser Box ist immer eine Zeitschrift mit drin und die finde ich richtig, richtig gut für alle Leute, die sich ja, die daran interessiert sind, auf die vegane Schiene zu kommen, so wie ich. Aber es ist nicht einfach, muss ich sagen, es ist nicht einfach, wenn man sich damit nicht auskennt, mit der veganen Ernährung beispielsweise. Ja, aber man kann da richtig reinkommen, wenn man sich diese Zeitschriften anschaut. Vegan World. Und zwar finde ich die ganz toll, weil die auch viele Produkte beschreiben. Vegane Produkte im Bereich Nahrung. Und also ich habe mich da so ein bisschen schlau gemacht und habe auch einige Produkte ausprobiert, die halt hier vorgeschlagen worden sind. Und ja, also es ist einfach eine ganz tolle Orientierung und ich bin froh, dass die dabei ist. Hier sind zum Beispiel auch Beauty-Produkte drin und ja, die kommt immer mit der Box mit. Und jetzt wollen wir endlich mal die Box öffnen. Das ist jetzt die Box, die kommt dann auch mit so einer Schleife, auch mit einer Karte, beziehungsweise in jeder Vegan Beauty Basket Box, da ist immer so ein Kärtchen mit dabei, total süß. Dahinter befindet sich dann jedes Mal die Produktkarte. Da stehen dann die Preise drin und die ganze Beschreibung und auch ja, die Webseite, die Homepage, wo man halt diese Produkte kaufen kann. Lass mich jetzt überraschen. So. Wow. Ja, also der erste Eindruck ist super. Und ja, was mache ich jetzt? Ich nehme jetzt einfach mal ein Produkt raus. Fange jetzt einfach mal mit dem größten an. Und zwar ist das von der Firma Pinus Vital Naturkosmetik ein regenerierendes Hautgel aus dem Herzen der Käfer. Körperpflege stärkt und glättet die Haut, regt die Zellerneuerung an und schützt vor freien Radikalen. Da sind 150 Milliliter drin und ich finde die Verpackung sehr interessant. Das ist hier oben ein sehr komischer Verschluss. Ich muss mal eben kurz ergründen, wie man den... Ah, ja, okay. Ne, also, man muss einfach hier hinten drauf drücken und dann öffnet sich hier oben der Ausgang. Es riecht sehr gut, sehr angenehm, aber auch sehr nach Naturkosmetik. Sehr natürlich. Und ich schau mal eben, was das genau ist. Kiefern, ja klar, Kiefernkernholz. Was ist das denn? Wozu gehört das? Also ich fische hier gerade einen Löffel heraus. Ein Löffel aus Holz.
Und jetzt weiß ich nicht, zu welchem Produkt das gehört. Muss mal eben schauen. Ich lasse das jetzt einfach mal an die Seite. Ich möchte mich ja überraschen lassen. ja, bevor ich jetzt in der Produktkarte herumsuche, gehe ich einfach rüber zum nächsten Produkt. Und zwar ist das von Organic Duschgel und Shampoo, also zwei in einem. Besonders milde und schonende Reinigung für zarte Haut und schönes Haar. Und Grünkohl zählt zu den nährstoffreichen Gemüsesorten. Dabei macht sich das Gemüse nicht nur in grünen Smoothies gut, auch als magischer Inhaltsstoff füllt er die Haut und Haare mit Vitaminen und Mineralstoffen auf. Okay, also ist da Grünkohl drin? Kale. Kale wird wahrscheinlich Grünkohl heißen. Oder? Kale? Ist das Englisch? Da wird wohl Grünkohl drin sein. Das ist leider verschlossen. Das möchte ich auch erstmal verschlossen halten, damit ich die anderen Produkte erstmal aufbrauche. Okay, das ist sehr, sehr interessant. Das Tolle ist einfach an dieser Vegan Beauty Basket Box, dass du wirklich Produkte bekommst als Vegan-Neuling oder Vegan-Interessent, die du zuvor noch nie gesehen hast. Zum Beispiel Dusche und Shampoo mit Grünkohl. Das nächste, das sieht auch ganz, ganz interessant aus von Contorno. Von der Firma Contorno de Ojos. Okay, das muss irgendwas mit Augen zu tun haben. Contorno de Ojos. Mynan Natural Cosmetics. Das sagt mir jetzt überhaupt gar nichts. Aber dann schauen wir doch mal in die Produktkarte rein. Augenkontursserum. Ein hochkonzentriertes Serum von der spanischen Manufaktur Myna pflegt die zarte Augenpartie, spendet Feuchtigkeit und lässt die Augen sofort frischer und strahlender aussehen. Augenpflege benutze ich. Und die Verpackung ist halt auch sehr, sehr praktisch. Hier gibt es einen Pumpspender. Und ich freue mich, dass es dabei ist. Eine kleine Info zur Vegan Beauty Basket. Und zwar bekommt man immer jedes Mal ein Auswahlprodukt. Das heißt, man bekommt eine E-Mail von der Vegan Beauty Basket Box. Und da darf man sich aus einem Produkt die Duftrichtung oder die Farbnuance aussuchen. In diesem Fall war das Auswahlprodukt diese Deo-Creme von der Firma E+M Naturkosmetik Berlin. Und ich habe mir die Duftrichtung Fruity Fresh ausgesucht. Das ist einfach eine Deo-Creme im umweltfreundlichen Glasziegel. Und diese Deo-Cremes sind von Natur aus wirksam. Kokos, Natron und Zink. Biomandelöl ist mit dabei, Bio-Olivenöl aus fairem Handel. Und ich finde, das riecht wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, ob man die wirklich vergleichen kann mit den ganz normalen Deos, die wir kennen. Bei dieser Box gab es noch ein zweites Auswahlprodukt, und zwar hier dieser Lippenpflegestift. Da durfte man sich auch die Duftrichtung aussuchen, und ich habe mich entschieden für Hibiscus Flavored Lip Color. Das ist ein feuchtigkeitsspendender Lippenbalsam. Die Firma heißt Crazy Rumors. Sagt mir auch so nichts, aber es soll die Lippen pflegen und den Lippen auch einen wunderschönen Hauch von Farbe verleihen. Ah, okay, jetzt weiß ich, wozu dieser Löffel gut ist, nämlich das ist nämlich das letzte Produkt. Die Firma nennt sich The Sword Parlor und das ist einfach ein Mehrsatzpeeling mit Jasmin und Matcha-grünen Tee, was die Durchblutung fördert, die Haut strafft und so wie wir das auch von anderen Peelings kennen, aber das ist halt auf Naturbasis und natürlich auch vegan. Ich mache das mal eben auf. Genau, das öffnet sich ganz einfach wie ein Schraubverschluss. Oh! Oh ja. Oh ja.
Das riecht richtig nach Jasmin. Ein ganz schöner Duft. Und ich frage mich jetzt immer noch, wozu dieser Holzlöffel da ist. Wahrscheinlich muss man das so herausnehmen und dann in die Hand füllen. Ja, also ich bin super begeistert, muss ich sagen, zumal das alles neue Produkte sind, die ich noch nie zuvor gesehen habe, und ich freue mich sehr, sehr, die austesten zu dürfen. Den Gesamtpreis blende ich euch hier oben ein, und alle weiteren Infos zur Vegan Beauty Basket Box findet ihr unten in der Infobox, und auch die einzelnen Produkte und die einzelnen Links zu den jeweiligen Homepages. Ich habe die Glossy Box abgemeldet bzw. entabonniert, und einfach aus dem Grund, weil ich von dieser Box super, super überzeugt bin. Sie hat mir bis jetzt sehr gut gefallen immer, und es sind wirklich einfach Produkte drin, Naturkosmetikprodukte, die auf jeden Fall hundertprozentig vegan sind, und das war mir ganz wichtig. In Glossy Box zum Beispiel ist es so, dass da wirklich jede Firma vertreten ist. Man kann ja, bestimmte Firmen halt nicht ausschließen, man weiß bei bestimmten Firmen halt nicht, wie das ist mit Tierversuchen und so weiter, ob die Inhaltsstoffe wirklich tierversuchsfrei sind. Ja, und die Inhaltsstoffe selbst, die sind auch nicht immer in Ordnung, und von daher gebe ich doch lieber meine Kohle aus für eine Box, wo ich ganz genau weiß, dass die Inhaltsstoffe in Ordnung sind und dass sie auf jeden Fall vegan sind. So, das war's. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Wird bestimmt irgendwas wieder nicht in Ordnung sein. Kennt ihr das, wenn ihr ein Video abgedreht habt und dann erst nach dem Video feststellt, dass entweder euer Kajal verschmiert ist, eure Lippen auslaufen bzw. euer Lippenstift? Furchtbar.